Herzlich willkommen allen Freunde zurück zu Pokémon Schwert und Schild. Die Krone der Schneelande. Wir suchen heute nach dem Tempel. Und ich guck mal eben nochmal auf der Karte, wo wir da hin können. Ich glaube, der ist hier. Ich bin mir nicht sicher. Aber er könnte da sein. Er könnte da sein. Ich meine, können ist ein großes Wort. Aber wenn wir Glück haben, ist er da. Wenn nicht, dann müssen wir weitersuchen. Ach ne, ich will... Ne, dazwischen fahre ich nicht mehr. Das nervt mich da nur. Oh Gott, der hat mich auch fast genervt. Oh nein! Mann, wieso sind hier denn überall Pokémon? Wieso? Ja, reitgespannt, mach das mal hier. So, Flucht. Sehr gut. Entkomm ihn. Hier runter. Hä? Da müsste es doch irgendwo nach links gehen. Ich bin doch viel zu weit. Hier. Oder? Oh Gott, ey. Es muss doch da sein. Bin ich schon wieder blind oder was? Wir müssen nochmal zurück hier. So, wir müssen da jetzt reingucken. So. Hier ist... Aber da geht's doch wieder zurück zum Dorf, oder nicht? Ah, nee, Frostfeld. Bläh, bin ich da dran vorbeigefahren? Nee, bin ich nicht? Warte mal eben. Jetzt sind wir tatsächlich hier. Aber hier ist kein Tempel. Ist er hier oben? Oh Gott, ey, Leute. Ich weiß nicht mal, wo der war. Ich hab den doch irgendwann mal gesehen, oder nicht? Also von oben habe ich ihn gesehen, als wir runtergeguckt haben. Aber ich sehe hier nichts. Okay, wir müssen mal hier gucken. Das ist ja hier seltsam, ey. Oder? So, hier ist auf jeden Fall gar nichts. So. Ah, vielleicht ist er da oben drauf, oder? Kann das sein? Kann es sein, dass er oben drauf ist? Hm. I try my best, ne? Mehr kann ich nicht sagen. I try my best. Hier unten ist wahrscheinlich noch Milotic, ne? Ne? Okay. Aber das ist ein Pokéball, den holen wir uns jetzt einfach mal. Da ist ein Welser. Oh Gott, ein Gyarados. Lass mich in Ruhe. Zugabe, okay. Zugabe braucht kein Mensch, aber trotzdem danke. Danke. So, lass mich in Ruhe. Lass mich alle in Ruhe, danke. Ich bin nur vorbei. Danke, super. So. Hier hinter müsste irgendwo das jetzt sein. So. Gehen wir hier rein. Schneeschlucht. Jetzt sind wir wieder hier. So. Ab so. Oh Gott, das ist ein Baum. Wir holen uns mal das Watt hier ab. Ne, brauchen wir nicht. Ah! Ha? Die Mauer hat den Weg hier. Oh Gott. Blockiert. Beziehungsweise, ne? Versteckt. Aha. Ich komme den Dingen auf der Spur. Oh, Alter, diese zwei Fähigkeiten, ne? Die sind aber schon. Bisschen nervig tatsächlich. Ach, Flucht gescheitert, ich raste aus. Aber es bringt doch eh nichts bei mir. Eis anzuwenden, wenn ich Eis-Pokémon bin. Wenn ich ein Eistyp bin. So. Oh, Metagross. Oh, sehr cool. Aber ich denke, wir fangen am Anfang eh nur das Kleine. Hier ist gerade noch nichts.
Ah, da geht's weiter auf jeden Fall. Wenn wir eben hier gucken. Oh, hier war was. Wunschbrocken. Nice. Ferientor, ja. Passt du dagegen, Tier? Halt, erhöht der Einsatz einer Lärmattacke, hält den Spezialangriff. Lay. Okay, oh Gott, da bin ich aber gekonnt um Tarnel herumgeschlichen. Ja, hier haben wir auch noch was Schönes. Finsterstein, nice. Ich gehe mal runter. Hier war nämlich was. Hyperball. Lass mich in Ruhe. Da haben wir den Tempel. Sehr gut. Ist hier niemand? Ah, doch, ein Pokéball. Eisstrahl. Passt auch hier gut hin. Sehr schön. So, was müssen wir hier machen? Irgendwas Wärmendes anziehen? Ich bin gespannt. Vielleicht ein AP Plus? Hier ist aber nichts. Okay. Ja, nur auf der erscheine an der Seite eines lebendigen Schneekristalls. Erscheine an der Seite eines lebendigen Schneekristalls. Brauche ich jetzt ein Schneekristall-Pokémon? Schneekristall-Pokémon. Och nein, der will nicht, dass ich dieses komische Eis da fange, oder? Wieder. Okay. Dann machen wir es mal eben so. Wir speichern ganz kurz. Speichern. Holen uns. Eben hier, ne? Dingsy Bumsy. Oh Gott, wie heißt es nochmal? Dieses Eiszapfen-Pokémon. Das meine ich, Leute. Das ist doch ein Eiskristall, oder? Oder wir gehen jetzt einfach mal im Pokédex durch. Erste Generation war kein Eistyp. Achso, es gab ein Update, ne? Oh Gott. Oh Gott, ist das viel. Ah, danke. Geht doch ein bisschen schneller. Ja. So. Dann Pokémon Schwert. So, dann gucken wir mal einfach. Oh Gott. Oh Mann, ich. Ach. X abbrechen, danke. Da unten sind die Boxen. So, dann gucken wir jetzt links unten einfach. Nee. Nein. Eiszapfen-Pokémon. Ich weiß nicht, ob das da als Eiszapfen zählt hier. Ist das ein Eiszapfen? Wir nehmen es einfach mal mit, ja? Wir nehmen es einfach mal mit und gucken. Das hier könnte auch ein Eiszapfen sein. Wir nehmen es auch mal mit. Eiskristall. Ach, Eiskristall war es, ne? Du siehst eigentlich auch aus wie ein Eiskristall tatsächlich. Nehme ich auch mal mit. Sicher ist sicher, Leute. So. Da hatten wir die Taste. Jetzt gehen wir doch so durch. Ich raste aus. Egal. Egal. Ach, guck mal. Cosmog hatten wir sogar. Fehlt uns Lunala. Mal gucken, ob wir das hier auch bekommen können. Ich glaube, ich gehe doch hier durch die Boxen durch. Das dauert halt sonst zu lange. Nee. Ich suche eigentlich nur dieses Eis hier. Eiskristall. Ich weiß nicht, ob das ein Eiskristall ist, aber wir probieren es einfach aus. Wir probieren es aus. Sonst habe ich noch irgendwas im Kopf. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich meine, ich habe nichts im Kopf. Okara, nee. Oh. Der Tisch könnte natürlich auch ein Eiskristall sein, ne? Oh Gott, ey. Die dann später wieder einzusortieren, das wieder was. So, nee. Nee. Oder? Gott, ey. Wer kam denn auf die Idee? Muss ich hier so ein scheiß Eisviech suchen? Eiskristall. Was ist denn hiervon jetzt ein Eiskristall? Ich würde sagen, Gelatropo, oder? Ich würde Gelatropo sagen. Aus der vierten Gen erinnere ich mich jetzt an kein Eiskristall. Ja, komm. Nehmen wir die erstmal mit. Beenden.
speichern und beenden. Wenn sie nicht sind, Leute, dann muss ich erstmal gucken, welches es ist. Oder meinte der gar nicht ein Pokémon, sondern eher ein Gegenstand? Oh nein, das wäre jetzt auch... Das wäre jetzt wirklich ein Prank. Aber ich glaube in Begleitung, also denke ich, dass es so schon stimmen könnte. Ah. Naja, gucken wir mal. Muss ich die dann vorne haben wahrscheinlich, oder? Kann sein. Ich meine, wir haben doch hier schon Eiskristall-Pokémon dabei, oder nicht? Guck mal, Glaziola ist auch wunderschön. Naja, egal. Wir gucken jetzt mal. Dich. Snomnom. Bei dir glaube ich es eigentlich am wenigsten. Bei dir könnte ich es mir halt vorstellen. Pinguin, du könntest natürlich auch sein. Und du glaube ich nicht. Aber wir gucken mal. Wir gucken dann mal. Auf der Tür steht etwas geschrieben. Erscheine an der Seite eines lebendigen Schneekristalls. Lebendigen Schneekristall. Was ist denn ein lebendiger Schneekristall? Lebendig, ey. Nee, Snomnom war es jetzt nicht. Du siehst zwar nicht aus wie ein Kristall, aber mal gucken. Mann, ich will das doch selbst heraus hin und nicht googeln, aber... Oh Gott, ich will jetzt nicht den ganzen Pokédex. Ne? Bist du es? Du bist es auch nicht. Oh Gott, bist du groß? What the fuck? Das ist aber creepy, das ist echt creepy. So, bist du ein Kristall? Nein! Okay. Wir müssen, glaube ich, den Pokédex hier durchgehen. Ich raste sonst aus. Frost DG könnte es wahrscheinlich auch sein. Sortieren. Ne, ich will Typ. Wo mache ich denn hier Typ? Geht das nicht? Ach, als ob das nicht geht. Kacke. Schade. Früher konnte man mal nach Typen sortieren. Das wäre praktisch gewesen. Also Arktip könnte es sein. Arktip. Ach Gott, ey. Egal, wir gucken mal weiter einfach. So. Durelando war es jetzt nicht. Flampion glaube ich auch nicht, oder? Ein Vientor? Ist das ein Eiskristall? Ich weiß es nicht, ey. Galoppa wahrscheinlich auch nicht. Ich hoffe, du bist es nicht hier, sonst muss ich noch jemanden weiterentwickeln. Was haben wir hier noch? Gagason ist es, glaube ich, auch nicht, oder? Meint ihr, das ist es? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Oh Gott, ey. Okay, ich habe eigentlich echt keine Lust zu suchen. Wir machen mal eben hier doch sortieren nach alphabetisch. Ich habe noch irgendwas mit F im Kopf. Irgendwas mit F. A, B, C, D, E, F, G. Funifas, Frosteji. Also Frosteji könnte es sein. Warte mal eben. Ich erinnere mich an Pokédex-Eintrag. Ich glaube, das haben wir. Haben wir das? Bist du das? Ich glaube, du bist es.
Ich glaub's jetzt einfach. Ich meine, da stand irgendwas mit Kristall im Pokédex-Eintrag. Wir probieren es gleich aus. Ich möchte nur eben hier die ganzen Dinger hier wegtun. So. Können wir mal eben hier euch wiederholen. Laziola, dich brauche ich jetzt nicht unbedingt mit dem Team. Deswegen bleibst du mal draußen. Oh, Alter. Ich hoffe, das ist es jetzt. Wenn nicht, ne? Dann ist es Frostigil. Irgendwas mit F. Ja! Oh Gott, Leute. Oh Gott, ich habe einfach Erinnerungen. Ich bin ein Erinnerungsprofi, Leute. Ich bin einfach ein Erinnerungsprofi. So, dann kommst du jetzt erstmal wieder nach vorne. Und dann speichere ich, weil das war echt nervig. Das war nervig. Ja. Du auch noch. Super. So, Regis. Viele sagen ja Regi-Eis, ne? Aber eigentlich heißt ja jedes Regi Regi. Deswegen müsste es ja eigentlich Regis. Regis sein. Regis erscheint. Aber jeder sagt Regi-Eis. Reg-Eis. Regis. Regis. Regeis. Regeis hört sich auch gut an. Regeis, Regeis. Oh, das war mein Lieblings. Das ist mein Lieblings-Regi. Auf jeden Fall. Blitzkanone. Oh. Ah, gut, verfehlt. Nice. Dann machen wir mal Psychokinese. So. Ah, gut. Heißt, man könnte tatsächlich nur zwei Dinger machen, oder was? Das ist mir aber viel zu riskant eigentlich. Wir machen mal Gigasauger. Ich glaube, das bringt nicht allzu viel. Oh, bringt's echt nicht. Es verfehlt die ganze Zeit. Ich find's so lustig. Machen wir mal hier Gigasauger. Und dann machen wir, glaube ich, nochmal hier Dings. Psycho-Ding. Psycho-Ding. Oh, von Regieis hatte ich damals auch so eine kleine Pokémon-Figur. Die fand ich cool. Mit der habe ich echt gerne gespielt. Weil ich finde die Beine auch so geil. Okay, wir können nochmal Psychokinese gleich machen. Ja, machen nochmal hier Psychokinese. Bitte kein Volltreffer, sonst habe ich hier ein Problem. Sehr schön. Gut, dann können wir jetzt wieder fangen. Und ich hoffe, es tötet sich nicht zu. Davor. So, Regieis, bleib bitte drin. Du weißt, ich liebe dich. Ich liebe dich über alles. Aber ich krieg dich. Ich krieg dich schon. Ich krieg dich schon irgendwie. Oh, dass das jetzt so lange gedauert hat, hätte ich jetzt nicht gedacht, bis wir dieses Pokémon finden. Eigentlich habe ich das doch am Anfang gefangen. Sonst hätten wir das jetzt noch fangen müssen, Leute. Das wäre was gewesen. Und, ach ne, jetzt habe ich mein Pokémon. Mann, jetzt muss ich meinen Pokédex wieder sortieren. Och, ich habe nämlich für jede Reihe halt ein Pokémon gesehen. Jede Reihe eine Nummer. Erste Reihe Bisasam, zweite Bisaknosp und so weiter halt. Nein! Mann! Mist! Mist, 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 Mist. Ach Gott, ey. Wieder eine Fahrt der Achterbahn der Gefühle, wirklich. Währenddessen kann ich ja ruhig auf Twitter mal herumgucken, ne? Oder? Leute? Die Joy-Cons sind momentan auch einzeln erhältlich für 40 Euro, ne? Denke ich mir auch so, ne. So viel zahle ich nicht für einen Joy-Con. So viel will ich vielleicht für zwei bezahlen, aber nicht für einen. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Ich mag diesen Ohrwurm vom Pokémon Mystery Dungeon, ne? Aber das Spiel an sich gefällt mir vom Grafikstil nicht. Das ist mein großes Problem. Sonst hätte ich es echt
komplett durchgespielt, aber so habe ich nur die Hauptstory, glaube ich, gespielt, ne? Meine ich. Na, vielleicht fange ich das irgendwann nochmal an. Aber offscreen, auf Aufnahme. Ah, komm, jetzt bleib drin. Ich will essen. Mann, Regi-Eis. Ich will nicht, dass du gleich stirbst. Was soll das denn? Was soll das denn? Weiß man eigentlich schon irgendwie mehr von diesen Pokémon League of Legends abschauen? Das sollte auch dieses Jahr kommen, oder nicht? Und von Pokémon Snap weiß man momentan auch noch nichts. Ich dachte, wir bekommen hier irgendwelche Zahlen. Ne, wann was herauskommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier dieses Pokémon League of Legends noch so lange dauert, obwohl wir schon so viel Gameplay davon gesehen haben. Das müsste auch irgendwann mal rauskommen. Ich würde das auf jeden Fall gerne mal einmal spielen. Weil LOL ist so, naja, ne? Boah, aber LOL mit Pokémon, das könnte mich wahrscheinlich schon ein bisschen mehr interessieren. Deswegen freue ich mich tatsächlich, dass das vielleicht dann auch irgendwann auf die Switch kommt. Fände ich mega cool. Also kommt es ja auf jeden Fall. Ja. Mal schauen. Es müsste eigentlich auch auf den PC kommen, aber ich glaube, da sagt Nintendo nee. Nee. Es kommt kein Nintendo-Spiel auf PC. Zumindest bis jetzt, ne? Bis jetzt kam echt noch nie ein Nintendo-Spiel auf PC. Selbst Mario nicht. Naja. So, bleibst jetzt mal drin, Regis. Es reicht langsam, ja? Du weißt, ich liebe dich, ja? Da kannst du mich auch lieben, ja, und drin bleiben. Einfach nur drin bleiben, Junge. Was ist denn so... Was ist... Nee, ich kann auch... Ich will nicht mehr. Ich will einfach nicht mehr. Jetzt bleib drin, Regis, Mann. Du hast gleich keine Attacken mehr. Und dann sitze ich hier wieder und darf dich nochmal fangen. Willst du das, oder was? Willst du das wirklich? Ich will das nicht, ja? Deswegen bleib jetzt bitte drin. Danke. Danke. Ich habe schon vorher Danke gesagt. Aber dann war es soweit. Sehr schön. Regis kontrolliert bis zu minus 200 Grad kalte Luft, mit der es alles und jeden in seiner Nebenhandumdrehung gefrieren lässt. Ach, cool. Oh, ich liebe Regis. Sehr nice. Super. Haben wir noch was? Eins haben wir tatsächlich noch. Aber das habe ich noch gar nicht gesehen. Oh, ja. Beep, 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 beep. Ja, lass mich doch in Ruhe. Danke. Sehr schön, Leute. Ich speichere mal eben hier. Nochmal. Sehr geil. Oh, ich freue mich. Oh, dieses DLC ist toll. Ist wirklich toll. Sehr cool. Ich gehe mal hier hinten hin. Achso, der Pokéball lag da. Ja, Leute. Dann würde ich sagen, das war's für diesen Part. Ich flieg nochmal eben zurück und lasse meine Pokémon heilen. Ich überlege gerade, wo der nächste Tempel sein könnte. Hier unten? Aber, warte, hier war einer. Hier war einer. Und der andere... War das der hier? Tatsächlich, hier war ich auch schon mal. Das heißt, der müsste ja... Ich sehe den anderen halt nicht. Der müsste dann ganz schön gut versteckt sein, oder? Ja. Oder sind das die Kronen? Die Kronen könnten es auch sein. Naja, egal. So, wir fliegen nochmal zurück, heilen meine Pokémon und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann, euer Kabito, haut rein und ciao.